Heute spreche ich über das Wirtschaft- und Recht-Abitur und wie es vielleicht auch für dich mit der 1 klappt. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traum-Bullshit kommst. Ich persönlich hatte Wirtschaft und Recht im Abitur mündlich, habe da 14 Punkte erzielt und will heute mit euch darüber sprechen, wie ihr das Ganze auch schaffen könnt, weil ich glaube, dass es auch in Wirtschaft einige Hacks gibt, die man wissen sollte, die einen vielleicht so auch auf die 1 pushen können. Als allererstes Mal möchte ich mal das Unangenehmste aus dem Weg räumen. Die meisten hassen an Wirtschaft und Recht eben den Rechtsteil. Und zwar vor allem dann, wenn es um die ganzen fetten Paragraphen geht, wo man sich irgendwelche auswendig merken muss, wo man das ewig analysieren muss, wo man tausendmal in seinem BGB suchen muss. Und da gebe ich euch einen ganz entscheidenden Tipp. Stellt euch einfach vor, ihr seid Anwalt oder ihr seid Richter und kommt euch da wirklich mal so richtig cool vor. Ihr habt es ja vielleicht im Unterricht auch so schon mal zum Spaß gemacht. Nein, du darfst das nicht kaufen, weil laut Kaufvertrag 434, übrigens, wenn es der richtige Paragraph ist, sagt mal bitte in den Kommentaren Bescheid. Das wäre echt geil, wenn ich mir das noch gemerkt hätte. Nein, das kannst du nicht kaufen, weil hier steht, da brauchst du die Übergabe und die Annahme und sowieso muss zeitgerecht und übereinstimmende Willenserklärung und was weiß ich alles. Und wenn du das so machst, dann boxt sich das einfach viel mehr da zu suchen, weil es ist nicht mehr dieses, fuck, jetzt muss ich wieder irgendeinen Paragraphen suchen, sondern es ist mehr dieses, halt, stopp, ich habe die richtige Lösung. Das steht hier in Paragraph 86, dass sie das nur so und so dürfen und sie müssen erst das machen, damit das und das klar geht. Das heißt, fühlt euch da einfach richtig, richtig cool, habt Spaß daran, da wirklich das alles auseinanderzunehmen, noch zu gucken, ob das wegen dem einen Detail jetzt so geht oder nicht geht und findet es auch einfach spannend, weil vielleicht kommt ihr später mal einfach in einen Rechtsstreit oder irgendwer verklagt euch oder ihr wollt irgendjemanden, irgendwer hat euer Auto gefahren, sonst was. Und wenn ihr da auch einfach schon ein bisschen Vorwissen habt, das ist einfach geil. Ihr könnt auch mit eurer, keine Ahnung, eurer Anwältin oder auch mal mit eurer Steuerberaterin viel cooler reden, wenn ihr schon ein bisschen Grundverständnis habt. Deswegen fühlt euch da voll in diese Rolle rein und dann werdet ihr auch einfach viel mehr Bock haben, das Ganze zu machen. Das aller zentralste für mich allerdings in Wirtschaft vor allem ist einfach, dass du die Grundprinzipien verstehst. Was meine ich beispielsweise mit den Grundprinzipien? Ein ganz klares Grundprinzip ist für mich einfach dieses Marktmodell, also Nachfrage und Angebot. Warum verlaufen die Dinge so, wie sie sind? Warum ist die Kurve so und nicht so? Warum ist es manchmal kein Strich, sondern warum ist es manchmal gekrümmt? Und dass ihr das einfach wirklich vollkommen versteht, warum entsteht dann daraus der Preis und so weiter? Was ist ein Angebotsüberschuss? Was ist ein Nachfrageüberschuss? Weil aus all diesen Dingen resultieren so, so viele Themen in Wirtschaft. Egal, ob ihr jetzt, keine Ahnung, ob ihr Wechselkurse habt oder ob ihr Exportüberschüsse, Importüberschüsse, ja, was gibt's denn noch alles? Keine Ahnung, wenn es darum geht, den Preis zu regulieren. Und all diese Sachen entstehen einfach, beispielsweise jetzt einfach nur allein aus diesem Marktmodell. Und wenn ihr das am Anfang nie begriffen habt, werdet ihr euch bei den ganz anderen Sachen denken, oh fuck, fuck, und dann werdet ihr versuchen, auswendig zu lernen. Und ja, also bei diesem Amerika-Deutschland-Ding war das so und mit dem Dollar war das so und dann die Preisregulierung in Nepal, keine Ahnung, verlief so, aber so funktioniert Wirtschaft nicht. Es geht darum, dass du die Grundprinzipien so gut verstehst, dass du sie im Prinzip dann auf jedes andere Thema übertragen kannst und theoretisch sogar, wenn du keinen Plan von dem hast, worüber der Lehrer gerade spricht, du vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchst, aber du es dir trotzdem auf Basis der Grundprinzipien herleiten kannst. Und dann ist Wirtschaft auch viel weniger Lernaufwand, weil du nicht mehr zwanghaft versuchst, alles auswendig zu lernen, sondern du versuchst es zu verstehen und kannst dir dann selber eben alles erklären, egal was in der Aufgabe gestellt wird. Und abschließend noch so ein richtig typischer Hack, der sozusagen eigentlich nicht gegeben werden sollte, weil es ein wenig kontraproduktiv ist, aber es kann trotzdem einfach mal helfen. Und zwar finde ich, dass Wirtschaft und Recht, vor allem Wirtschaft, Recht eher weniger, aber vor allem Wirtschaft, das Fach ist, wo sich auf Lücke lernen mit am meisten lohnt. Einfach aus dem Grund, dass es zum einen gibt es etliche Randthemen, die vielleicht einfach nicht so wichtig sind und nicht so oft besprochen werden. Da geht einfach nur eine Unterrichtsstunde drauf und dann wird das Thema im Prinzip wieder vergessen. Wenn du dich da mit dem einen oder anderen Thema einfach nicht anfreunden kannst, kann es in meinen Augen Sinn machen, das einfach mal wegzulassen. Ich würde es nicht empfehlen, lernt alles, ganz klar. Wenn ihr eine 1 wollt, solltet ihr sowieso alles können, ganz, 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 ganz wichtig. Aber wie gesagt, wenn es einfach von der Zeit mal nicht hinhaut und du einfach gar keinen Zugang zu dem einen kleinen Thema findest, kann es sich vielleicht auch lohnen, sich den Stress da zu sparen und lieber die anderen Sachen richtig, richtig gut zu können und einfach zu hoffen, dass das nicht abgefragt wird. Oder, was nämlich
auch ein Grund ist, warum sich in meinen Augen in Wirtschaft auf Lücke lernen mit am meisten lohnt, ist, dass sich sehr viele Dinge einfach vom Allgemeinwissen her auch ganz gut erschließen lassen. Vor allem eben, wenn du Tipp 2 befolgt hast und die Grundprinzipien verstehst, weil du dann wirklich auf fast alles kommst. Natürlich außer die Sachen, die du auswendig lernen solltest, aber vom Verständnis her kannst du auf sehr viele Dinge kommen und du kannst auch meistens einfach mal labern. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du beispielsweise im Mündlichen abgefragt wirst, kannst du einfach mal labern. Du kannst einfach sagen, ja, es könnte ja so sein und so sein. Du merkst bestimmt schon an der Reaktion vom Lehrer, ob das jetzt richtig oder nicht ist. Und deswegen, da finde ich, kann man auch, wenn man jetzt nicht den größten Plan hat, trotzdem noch ganz gut Punkte rausholen. Und genauso natürlich im Schriftlichen. Da hast du ja auch nicht so eine hohe Drucksituation. Du kannst ein bisschen mehr überlegen. Du kannst dich fragen, warum ist das eigentlich so? Warum läuft das so? Wie ist das jetzt in der Situation am ersten oder wie ist es am wahrscheinlichsten? Vielleicht hast du da auch mal was in den Nachrichten gehört oder sonst irgendwas. Deswegen da, glaube ich, kann man auch, wenn man es nicht gelernt hat, in Wirtschaft vor allem eben noch richtig viel rausholen. Also wie gesagt, sollte auf gar keinen Fall die Strategie sein, wenn du eine 1 haben willst. Aber es kann, wenn es eben aus irgendeinem Grund einfach nicht anders hinhaut, sehr, sehr lukrativ sein und sich auch einfach mal lohnen. Deswegen, wenn es drauf ankommt, macht es dann in Wirtschaft. Aber wie gesagt, wenn ihr vor allem eine 1 wollt, geht wie immer der aller wichtigste Tipp. Lernen so viel es geht, richtig konzentriert, richtig fokussiert. Und das wird für immer, das ist ganz wichtig, Leute, in allen Videos, das wird für immer der Number One Tipp bleiben. Und deswegen habe ich auch das Video gedreht, die Wahrheit über sehr gute Noten. Das ist das Allerwichtigste. Aber die Tipps, die ich euch hier gegeben habe, sollen euch einfach nochmal ein bisschen pushen, dass ihr da einfach vor allem nochmal bestärkt reingeht und auch einfach ein paar Dinge noch mit an die Hand bekommt, die ihr vielleicht so einfach von den Lehrern nie gesagt bekommt. Solltest du bei Wirtschaft und Recht Abitur haben, wünsche ich dir da natürlich ganz, ganz viel Erfolg. Teilt das Video mit euren Freunden, liked, abonniert, wie immer, klassisches YouTube-Spiel. Ich glaube an euch, wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.